Meine Damen und Herren, ich starte diese besondere Happy Hour Free Speech. Sie ist unter anderem besonders, weil ich heute nicht auf Englisch starte, sondern auf Deutsch. Warum? Weil ich Österreicher bin und Österreichisch ist die nächste Sprache zur Sprache Deutsch. Und wir haben heute hier den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff als besonderen Gast. Wir haben den Bischof von Banja Luka, Exzellenz Komaritz, auch würdigster Herr Bischof, schön, dass Sie da sind. Meine langjährige Kollegin Doris Pack, die den Balkan kennt wie kaum eine andere. Dasselbe gilt für David McAllister, den Vorsitzenden unseres Außenpolitikausschusses. Carlo Ressler und ich sind auch am Balkan aktiv in unseren parlamentarischen Verantwortungen. Und das gilt auch für einige, die heute mitdiskutieren, wie Andrei Kovacev, der gerade seinen parlamentarischen Pflichten telefonisch nachkommt, so wie Franz Bogovic. Und unser langjähriger Kollege Bernd Posselt. Und ich freue mich, dass David Leger aus Schweden auch mit dabei ist, der Balkaninteresse entwickelt. Und das ist etwas besonders Schönes, wenn man aus Skandinavien auf den Balkan blickt. Danke an alle, die Interesse haben, nicht nur im Saal, sondern auch online verbunden. Wir haben einen Livestream und werden das Video nachher auch verteilen. Und das wird diesmal besonders wichtig sein, weil das ist ein Startpunkt hier, der mit auch initiiert wurde von Karl Habsburg für das Friedensprojekt Maria Stern in Banja Luka. Wir werden noch mehr darüber hören, vor allem vom hochwürdigsten Herrn Bischof. Und unterstützt wird das von niemand Geringerem als dem Herrn Bundespräsidenten außer Dienst, der eine Keynote-Speech machen wird. Geleitet wird das Ganze von meiner Büroleiterin Caroline Paché. Ich werde zwischendurch ins Plenum müssen, wie das in einem Parlament schon mal vorkommen kann, aber ich kehre dann so schnell wie möglich aus dem Plenum wieder hier zur Happy Hour of Free Speech zurück. Caroline Paché, over to you. Danke, lieber Lukas, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich darf mich auch noch mal kurz vorstellen, Caroline Paché, bin wie gesagt die Büroleiterin von Lukas Mandl und darf heute diese Diskussion leiten. Damit wir nicht viel Zeit verlieren, weil wir nur eine Stunde haben und das ist bei 7 Speakern ganz schön wenig Zeit, würde ich vorschlagen, dass Bundespräsident Christian Wulff gleich mit seiner Keynote-Speech anfängt und ich darf Ihnen das Wort übergeben. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Paché, sehr geehrter Abgeordneter Mandl, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tatsächlich haben wir wichtige Anliegen, die wir dem Europäischen Parlament vortragen möchten. In einer sehr schwierigen Zeit, wo Europa an verschiedenen Stellen stark herausgefordert und gefordert ist, aber auch gerade das Thema heute in Bosnien-Herzegowina hat eine erhebliche Bewandtnis. Danke dafür, dass wir die Gelegenheit haben, vor allem an Lukas Mandl. Danke aber auch an die Abgeordneten wie Herrn Ressler und vor allem den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, David McAllister, dass wir hier bei Ihnen mit Bischof Komaritza vortragen dürfen. Danke auch Bernd Posselt, der ja uns zu Europa jeden Monat klüger macht. Balkan ist Europa, darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel. Und die Europäer und Europäerinnen wollen von Paris, London oder Berlin aus nach Athen über europäisches Gebiet der Europäischen Union. Und die Menschen dort wollen Mitglied der Europäischen Union werden. Und deshalb ist zu begrüßen, dass sie auch dem Land einen Beitrittsstatus zuerkannt haben. Wirtschaftlich, finanziell, personell, familiär sind die Bindungen eng. Die Situation kann man auch als eine Schicksalsgemeinschaft beschreiben zwischen Europäischer Union und Balkan. Denn die Herausforderungen sind ja auch dort so, wie wir sie in der Ukraine erleben, wie wir sie für Israel erleben, wie wir sie in der Sahelzone erleben oder in Bergkarabach. Überall geraten Minderheiten, überall geraten Werte, Werteorientierungen, unsere Art zu leben unter Druck, werden herausgefordert, im Grunde genommen das westliche Demokratiemodell. Es gibt Gewaltausbrüche an der Grenze von Serbien zum Kosovo und es gibt auch solche Art Verhalten in der nördlichen Provinz Bosnien-Herzegowinas in Srpska, in der Republik Srpska mit der Hauptstadt Banja Luka. Wenn unser Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit in Banja Luka vom Hohen Kommissar Christian Schmidt besucht werden soll, dann erklärt der dortige Präsident Dodic,
Dodik, dass er den Hohen Kommissar mit Handschellen zur Grenze führen und abschieben möchte. Unvorstellbar in einem Europa des 21. Jahrhunderts solche politischen Einlassungen von verantwortlichen Politikern. Und das besorgt uns. Letztlich, ich spreche ja hier vor Menschen, die davon viel mehr Ahnung haben und sich sehr viel intensiver damit beschäftigen, letztlich sind wir uns doch einig, dass wir entweder Stabilität exportieren, die europäische Stabilität, die wir kennen, oder dass wir Instabilitäten in unser Europa verstärken und damit uns alle gefährden. China, Russland, Iran, Türkei haben ihre jeweiligen Interessen und machen uns durchaus in diesem Kernland Europas, mitten in Europa, große Sorge. Es ist nicht weit von Kroatien, von Slowenien, von Österreich Richtung Banja Luka. Die EU ist gefordert für dieses Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit Maria Stern in Banja Luka. Wir sind ein Kuratorium aus 6 Nationalstaaten mit Politikern, Wirtschaft, Medien, Kirche, Zivilgesellschaft, weil wir den Krieg von 1992 bis 1995 im ehemaligen Jugoslawien noch genau in Erinnerung haben und einfach wollen, dass sich so etwas niemals wiederholt und dass die Menschen dort friedlich zusammenleben können und dass gerade die Heimat junger Menschen gesichert ist, dass sie nicht fliehen, dass sie nicht weggehen, sondern dass sie bleiben, dass sie eine Zukunft in ihrer Heimat in Banja Luka sehen. Viele sind weggezogen, viele sind verdrängt worden, aber die jetzt da sind, sollen dort bleiben können und sollen wieder auch zurückkehren können, wenn sie anderswohin gewandert sind. Deshalb wollen wir in diesem Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit den offenen Dialog zwischen allen Volksgruppen fördern und Religionsgruppen in Bosnien-Herzegowina einbinden. Ich war dort bei den Muslimen in den Moscheen. Ich habe dort Kontakt auch zur serbisch-orthodoxen Kirche. Wir wollen die Einheit des Landes Bosnien-Herzegowina fördern und wir wollen den Weg nach Europa begünstigen und erleichtern. Wie können Sie uns helfen? Zweierlei Dinge. Einmal, dass der Kirche die Immobilien zurückgegeben werden, die rechtswidrig enteignet wurden, dass ihnen die Flächen zurückgegeben werden. Das sollte in einem rechtsstaatlichen Europa selbstverständlich sein. Und jeder Besuch von ihnen hilft uns. Zu viele Europäer fahren nach Sarajevo, zu wenige fahren nach Banja Luka. Und wenn mehr kommen, hat das einen großen Einfluss auf die örtliche Situation, weil man einfach erkennt, hier sind Europäer interessiert an den Menschen dort. Deshalb wünschen wir uns internationale Jugendformate, viele Jugendliche, die in diese Einrichtung kommen und den Austausch pflegen, in interreligiöser, interkultureller Art den Frieden befördern. Man kann auch daran denken, lieber David McAllister, dass die Europäische Union ihre vielfältigen Mittel, die dorthin fließen, auch ein bisschen dahingehend ins Gespräch bringt, dass dann auch Entgegenkommen an anderer Stelle erwartet werden kann. Nun sehen Sie mir nach, ich will meine Ausführung schließen, dass ich aus der Stadt Osnabrück komme, in der wir in diesem Jahr den 375. Friedenstag des Westfälischen Friedens haben, nach 30 Jahren Krieg in Europa. Und aus meiner Heimatstadt kommt auch der große Romanautor, Schriftsteller Erich Maria Remarque, hat einen der großen Romane geschrieben, Im Westen nichts Neues, Antikriegsroman. Und von ihm habe ich Ihnen zum Schluss ein Zitat mitgebracht, das eigentlich für unser Europazentrum in Banja Luka sehr, sehr gut und stimmig passt. Nämlich, man muss an die Zukunft glauben, an eine bessere Zukunft. Die Welt will Frieden, trotz gewisser Politiker. Und die Welt will wieder die Dinge haben, an die sie glauben kann. Menschlichkeit, Verständnis, Fortschritt, Hilfsbereitschaft. Der Mensch ist gut, trotz allem. Dieses Zitat von Erich Maria Remarque trägt eigentlich unsere Arbeit im Kuratorium für das Friedenszentrum, dass wir an gute Dinge glauben, an das Gute im Menschen glauben und an eine gute Zukunft glauben. Und daran glauben nicht alle in dieser Balkanregion, aber es braucht mehr Menschen, die diese Zuversicht vermitteln in diesen schwierigen Zeiten. Vielen Dank für diese zuversichtlichen einleitenden Worte. Herr Abgeordneter David McAllister,
Sie haben als Vorsitzender des Außenpolitikausschusses ja besonders den Vergleich mit allen anderen Weltregionen. Und durch Ihre bisherige parlamentarische Arbeit kennen Sie den Westbalkan auch besonders gut. Der Herr Bundesminister außer Dienst hat vorhin nun erwähnt, Balkan ist Europa. Daher meine Frage an Sie, wie können wir es schaffen, das Bewusstsein zu stärken, dass die heutige EU und der Westbalkan ein gemeinsames Schicksal teilen, was ja auch in dem Titel unserer heutigen Veranstaltung verankert ist? Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich hatte das große Vergnügen, von 2003 bis 2010 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion im Niedersächsischen Landtag zu sein. Und meistens musste ich im Parlament immer reden, im unmittelbaren Anschluss an den Ministerpräsidenten Christian Wulff. Und ich habe meistens meine Worte damit eingeleitet, den Worten des Ministerpräsidenten ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Insofern kann ich heute Abend sagen, den Worten des Bundespräsidenten AD ist nichts weiter hinzuzufügen. Christian Wulff hat das alles prima und richtig beschrieben. Ich glaube fest an die europäische Perspektive aller 6 Westbalkanländer. Diese Region ist von der Europäischen Union umschlossen. Und alle 6 Länder gehören kulturell, politisch, historisch, wirtschaftlich zu Europa und damit auch zur Europäischen Union. Ich habe in der letzten Wahlperiode von 2014 bis 2019 die Aufgabe gehabt, eines dieser 6 Länder als Berichterstatter im Parlament zu begleiten und habe festgestellt, dass je mehr man sich in die Details der Westbalkanpolitik einarbeitet, desto komplizierter und unübersichtlicher wird es. Beitrittspolitik ist auf jeden Fall eine Regatta, kein Konvoi. Alle 6 Länder müssen individuell nach ihrem jeweiligen Fortschritt beurteilt werden. Und da haben wir in den letzten Jahren leider nicht den Fortschritt erzielt, den wir uns alle miteinander gewünscht hätten. Die Beitrittspolitik der Europäischen Union, sie muss berechenbarer werden, sie muss kohärenter werden, sie muss glaubwürdiger werden und sie muss auch konditionierter werden. Richtig? Das heißt, wir haben auch Fehler gemacht im Umgang mit den 6 Westbalkanländern. Aber nichtsdestotrotz, ob ein Land tatsächlich vorankommt auf den Weg der europäischen Integration, liegt letztlich in der Verantwortung der Regierenden und der Parlamentarier. Denn am Ende müssen alle Beitrittsvoraussetzungen vollständig erfüllt werden. Und sie dürfen nicht nur auf dem Papier angeblich erfüllt sein, sondern sie müssen tatsächlich vorhanden sein. Und da haben wir eben in den letzten Jahren wenig Fortschritte leider gemacht. One size never fits all, sagen die Engländer. Und das gilt auch für die Westbalkanpolitik. Wir müssen die 6 Länder sehr unterschiedlich beurteilen. Montenegro ist der Frontrunner, aber Montenegro ist leider auch stark politisch polarisiert und zersplittert. Hoffen wir, dass die neue Regierung mehr Fortschritte macht, als das in den letzten 2 Jahren der Fall war. Serbien hat leider überhaupt keine Fortschritte gemacht. Serbien macht Rückschritte, insbesondere in der Außenpolitik gibt es so gut wie gar kein Alignment mehr mit der Europäischen Union. Und das ist ein echtes Hindernis, ganz unabhängig von der Frage, dass es auch zu einem vollständigen Prozess der gegenseitigen Respektierung mit dem Kosovo geben muss. Albanien und Nordmazedonien warten darauf, dass die Beitrittsverhandlungen beginnen. Alle wissen, warum sie momentan blockiert sind, weil kein EU-Land Nordmazedonien nicht den Startschuss geben möchte. Das Kosovo ist nochmal ein Sonderfall. Und was Bosnien-Herzegowina angeht, ich habe es begrüßt, dass Bosnien-Herzegowina am 15. Dezember letzten Jahres den Beitrittskandidatenstatus bekommen hat. Ob es jetzt zum tatsächlichen Beginn der Beitrittsverhandlungen kommen wird oder nicht. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten zu entscheiden sein. Wir warten mit großem Interesse auf die Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission im Oktober. Und dann werden sowohl ratsseitig als auch parlamentsseitig wir uns dann eine Meinung zu bilden haben. Bosnien-Herzegowina gehört genauso zu Europa wie alle anderen Staaten des westlichen Balkans, genauso wie die Ukraine, genauso wie die Republik Moldau, genauso wie Georgien.
und andere. Aber dieses Land ist momentan eben sehr stark politisch gelähmt, weil leider Ethnozentrismus, Nationalismus eine viel zu starke Rolle gespielt hat. Christian Wulff hat die Probleme alle zutreffend geschildert. Insofern möchte ich abschließend auch dem Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit in Banja Luka einen großen Dank aussprechen, weil dieses Zentrum eben auch zur Versöhnung beitragen kann in einem Land, was leider viel zu stark geprägt ist von ethnischen Spannungen. Und je mehr Stimmen wir haben, die auch für Versöhnung und Aussöhnung sich aussprechen, desto besser. Vielen Dank dafür. Kompliziert und unübersichtlich, also habe ich daraus gehört. Und jetzt haben wir über Serbien auch schon gesprochen und dass Serbien Rückschritte gemacht hat in letzter Zeit. Insofern würde ich gerne in den Süden gehen nun und über den südlichen Nachbar sprechen, über den Kosovo. Davor möchte ich noch Norbert Linz, Abgeordneter zum Europäischen Parlament, auch herzlich begrüßen, der mittlerweile gekommen ist. Danke, dass Sie da sind. Nun zu Ihnen, Frau Abgeordnete außer Dienst, Doris Pack. Ja. Sie kennen den Westbalkan sprichwörtlich wie Ihre eigene Westentasche und besonders gut kennen Sie eben den Kosovo oder noch besser, noch sehr, sehr gut. Ich habe keine Westentasche. Derzeit wird der Druck auf den Kosovo durch den nördlichen Nachbarn Serbien eben immer größer. Daher meine Frage an Sie, wie sollte die EU und die Weltgemeinschaft mit dieser Entwicklung am besten umgehen? Tja. Das fragen wir uns schon die ganze Zeit, warum sie nicht besser damit umgeht. Wie kann ich, wenn ich Frieden herstellen will, wenn ich eine Gemeinsamkeit herstellen will, wenn ich Grenzen überwinden will zwischen zwei Ländern, beziehungsweise zwischen dem Land, das das andere nicht anerkennt und dem anderen Land, das anerkannt ist, also zwischen Serbien und Kosovo, wie kann ich zwar zwei Mediatoren dahin schicken, die das nicht können, die parteiisch sind? Monsieur Borrell ist Spanier, kommt aus dem Land, das Kosovo nicht anerkannt hat, wie vier andere auch. Mr. Leitschak kommt aus der Slowakei, das es Kosovo nicht anerkannt hat. Jetzt stellen Sie sich vor, da sitzt der arme Ministerpräsident vom Kosovo und da sitzt Borrell, Leitschak und Vucic. Alle drei erkennen es nicht an. Und zwei davon sollen jetzt einen Dialog führen. Das ist fast eine Sache, die unmöglich ist. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man ja darüber lachen. Aber die Menschen, die dort leben, vor allen Dingen im Kosovo, sie leiden darunter. Sie leiden darunter im Kosovo, dass nicht anerkannt wird, dass das Kosovo eine funktionierende Demokratie ist. Nicht alle in der Region funktionieren so gut wie das Kosovo. Sie leiden darunter, dass man nicht sieht, dass gerade im Kosovo die Minderheitenrechte der Serben zum Beispiel, die eine größere Minderheit sind als Roma oder andere, dass die geachtet werden. Es gibt in der Regierung serbische Minister. Es gibt aber einen Teil Mitrovica im Nordkosovo, der als Spielball genutzt wird für einen Nachbarn, der eigentlich das Kosovo gerne ganz wieder hätte. Und der eigentlich das vollzieht oder weitermachen will, was Milosevic vor vielen Jahren angefangen hat und durchgeführt hat. Und wenn ich Ihnen sage, wenn ich mir das anschaue, was dort abläuft, ich habe heute gerade wieder in Le Monde eine ganze Seite gelesen mit einem wirklich erstaunlich korrekten Bericht über die Untaten im Norden durch Serben. Und sie vergleichen das mit der Krim. Die sagen, seit Jahren versuchen die grünen Männer, das heißt also nicht Leute in Uniform der serbischen Armee, versuchen dort Unruhe zu stiften. Und sie haben es ja jetzt nicht nur Unruhe gestiftet, sie haben ja sogar gemordet. Und sie sagen dann nachher, das ist aber nicht die Regierung in Serbien, weil wir genau wissen, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen, dass es ein SANU-Memorandum gibt, ich möchte Sie daran erinnern, dass von der Serbischen Akademie der Wissenschaften
ich glaube 1987, geschrieben wurde. Und danach richtet sich damals Milosevic und alle seine Nachfolger und auch der Informationsminister in Milosevics Regierung, der damals Vučić hieß und der heute Präsident in Serbien ist. Und dieses SANU-Memorandum ist ein Handbuch für die, die Großserbien einrichten wollen. Und darum kam es auch, dass 1989 im Kosovo Milosevic sagte, wo ein Serbe lebt, ist Serbien. Und dann fing alles an im Kosovo. Milosevic hat ein Apartheid-Regime im Kosovo eingerichtet. Ich war jährlich mehrfach dort. Ich weiß, was es heißt. Sie haben keine Schulen mehr gehabt. Sie haben kein Gesundheitssystem mehr gehabt. Gar nichts mehr. Alle Institutionen, die man braucht, um ein Land zu regieren oder eine Region zu regieren, waren in serbischer Hand. Und das hat dann dazu geführt, dass es irgendwann zum Knall kam. Ich möchte Sie daran erinnern, dieses Haus, damals gab es das noch nicht, hat den Sacharow-Preis an Ibrahim Rugova gegeben, dem Präsidenten des Kosovo, der von niemandem anerkannt wurde. War ein Präsident, wie man ihn sich malen kann. Herr Bundespräsident, so ähnlich wie Sie. Also, ich will sagen, er hat eine Zeit gehabt, in der es nur Apartheid gab und wo keiner wirklich ihm geholfen hat. Und er hat immer zu mir gesagt, Frau Pack, er sprach immer nur Französisch, war eigentlich ein Philosoph, Frau Pack, wir sind so friedlich und ich bin sicher, weil wir so sind, wird man uns helfen. Und so outspoken, wie ich war, habe ich ihm gesagt, tut mir furchtbar leid, Herr Rugova, dann kommt keiner. Solange da kein Blut fließt und keine Fernsehkameras es zeigen, kommt niemand. So war es in Bosnien. Wir haben es erlebt und ich muss nur sagen, wir haben viel Schuld auf uns geladen, dass wir damals nicht geholfen haben. Wir waren natürlich in einer besonderen Situation. Wir hatten gerade die Wiedervereinigung und hatten auch die Wiedervereinigung war ja nicht etwas, was von allen so geliebt war. Wir mussten damals unsere Probleme selbst lösen und andere haben eben mit uns zusammen nicht hingeschaut. Und deswegen glaube ich also, wir haben eine ganz große Verantwortung, ich will jetzt nicht über Bosnien reden und auch nicht über die anderen Länder. Ich will nur über das Kosovo reden. Diesem Land, das dann 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat, die dann auch vom Internationalen Gerichtshof anerkannt wurde. Und wo ich jetzt sagen muss, dass dieses Haus Abgeordnete hat, deren Länder, 5 Stück, also Spanien, die Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern, erkennen das Kosovo nicht an. Unsere allererste Aufgabe müsste sein, diese 5 Länder dazu zu bringen, dass sie das Kosovo anerkennen. Dann wäre auch eine Dialogmöglichkeit größer. So kann sich doch Herr Vučić immer darauf verziehen, dass es so genug andere gibt, die das nicht machen. Das heißt, wir müssen erst mal an unsere eigene Brust klopfen und überlegen, was haben wir falsch gemacht, dass das so eskaliert ist und dass das jetzt quasi eine Situation ist, wo wir eigentlich keine Verhandlungen finden können. Na, leider ist heute gerade die Nachricht gekommen von Ahtisaari, der gestorben ist. Mate Ahtisaari hat einen Plan damals gemacht. Der hat damals, als es um die Unabhängigkeit ging, hat er gemeint, man könne kleine Gemeinden, serbische kleine Entitäten, denen könnte man mehr Macht geben. Das war damals auch im Interesse der kosovaren albanischen Abstammung. Und damals haben die Abgeordneten, hat die Politik im Kosovo das auch unterschrieben. So. Aber damals hat keiner gewusst, was heute unter einer solchen Entität in Nordmitrovica gesehen wird. Das sollte etwas sein, wo Vučić, wo Serbien auch heute noch die Macht hat, dort drin zu machen, was er will. Die sollten nämlich nicht unter dem kosovarischen Recht leben, die sollen quasi unabhängig sein. Und wenn wir einmal so etwas machen, dann werden wir nie im Kosovo Frieden haben. Dann wird es immer eine Möglichkeit geben, dort Unfrieden zu stiften. Und deswegen glaube ich, kann ich gut verstehen, dass der Ministerpräsident und seine Partei und vor allen Dingen auch die Präsidentin des Kosovo, Osmani, dass sie sagen, eine solche Entität können wir nicht erlauben. Das geht auch gegen unsere Verfassung. Aber die Menschenrechte und die serbischen Rechte werden bei uns wirklich unterstützt und sie werden wirklich beachtet.
Und ich möchte in dem Zusammenhang sagen, kein Mensch in der EU und keiner in Amerika sagt irgendwas zu der albanischen Minderheit in Serbien, die behandelt wird wie der letzte Dreck. Da sagt keiner was. Aber Sanktionen gegen Kosovo werden gegeben, weil Kosovo angeblich nicht das macht, was in Brüssel oder in Ohrid gesagt wurde. Ich möchte nur eins sagen, alle diese Gespräche in Ohrid, in Brüssel und wo auch immer, die sind nie geendet mit der Unterschrift von einem von beiden. Wenn der eine vielleicht unterschrieben hätte, der andere nie. Und es gibt den Ausspruch von Vucic am Fernsehen, wissen Sie, meine rechte Hand macht mir viel Schwierigkeiten. Die ist sehr kaputt. Und da die so kaputt ist, kann ich auch in den nächsten 4 Jahren nicht unterschreiben. Also das sind Ausdrücke, ich habe das jetzt übersetzt, Ausdrücke dieses Herrn, der von sich sagt, er ist einer, der in die EU will. Und da muss ich nur sagen, wenn die EU es erlaubt, dass Politiker wie der, Herr Vucic, der sich so benimmt, alles andere als Menschen achtet, dass der auf dem Weg in die EU so weitergeht, nämlich in Trippelschritten rückwärts, das geht nicht. Ich finde, wir müssen zu allen, die in die EU wollen, wirklich mit ganz klarer Sprache sprechen und auch da, wo es nötig ist, dann auch keine Gelder mehr geben. Das Gleiche gilt ja auch für Dodik. Ich denke, wir sollten überlegen, wenn wir diese Agglomeration erlauben in Mitrovica, dann werden wir Republika Srpska in viel schlimmer haben, als wir es jetzt in der Republika Srpska in Bosnien erleben. Also mit klarer Kante zeigen, die richtigen Sanktionen und die richtigen Leute sanktionieren und endlich dem Kosovo Visafreiheit geben. Alle haben die Visafreiheit dort unten. Selbst Georgien und Ukraine haben Visafreiheit. Nur Kosovo-Albaner haben keine, Kosovo-Mitglieder, Bewohner haben keine Visafreiheit. Und das finde ich einfach eine Unverschämtheit. Also ich könnte jetzt weitermachen, aber ich denke, ich habe Ihnen zumindest gesagt, wo es lang geht. Und wenn Sie es besser wissen wollen, das hier heute ist eine super Geschichte. Die müssen Sie, wenn es irgendwie eine Übersetzung gibt, müssen Sie lesen. Denn das sagt wirklich die Wahrheit über die letzten Wochen und Monate. Und es gibt uns einen Hinweis, wie wir vielleicht zukünftig verfahren sollen. Merci beaucoup. Vielen Dank für die sehr klaren Worte. Wir blicken dem 1. Jänner 2024 entgegen, wenn hoffentlich Kosovarinnen und Kosovaren visafrei reisen dürfen. Und weil Sie auch Ibrahim Rugova erwähnt haben, darf ich schon mal ankündigen, dass wir am 5. Februar hier in diesem Raum eine Gedenkfeier zugunsten Ibrahim Rugovas veranstalten werden. So, dann Bischof Franjo Komarica. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind ja der inspirierende Leiter der Initiative für Frieden und Zusammenarbeit Maria Stern in Banja Luka. Was waren die Gründe, dies zu initiieren? Was sind die Perspektiven und was sind Ihre Ziele? Danke vom ganzen Herzen, Gott und Ihnen allen hier Anwesenden, für diese Möglichkeit, dass ich wieder das Wort hier ergreifen darf. Maria Stern in Banja Luka, europäischer, einmaliger, verdienstvoller und wünschenswerter Ort für das Ausbauen des Friedens und der Zusammenarbeit gestern, heute und morgen. Darüber möchte, liebe Freunde, hier anwesend im Saal und Sie alle, die uns jetzt über Rundfunk und Fernsehen begleiten, also in einigen Minuten etwas vortragen. Hochgeschätzte und lieber Herr Bundespräsident AD Christian Wulff, momentan ist nicht anwesender, lieber Herr Abgeordneter Lukas Mandl, sehr geehrter Herr Abgeordneter McAllister, sehr geehrter Herr Abgeordneter Carlo Ressler, liebe Frau Doris Pack, lieber Freund Bernd Posselt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vom Herzen danke ich dem Herrn Mandl als Vorsitzenden der Europäischen Gruppe im Europaparlament für diese neuerliche und für mich persönlich sehr erfreuliche Möglichkeit, vor Ihnen allen hier Anwesenden zu sprechen und eine wirklich durch und durch europäische Initiative in meiner Heimat Bosnien und Herzegowina, nämlich unser Europazentrum für Frieden, religiöse und ethnische Zusammenarbeit, Maria Stern in meiner Geburtsstadt und meiner Diözese Banja Luka vorzustellen. Vor 29 Jahren
Während des furchtbaren Krieges in meiner Heimat hatte ich als Bischof von Banja Luka zum ersten Mal das Europaparlament besucht, damals als Stimme der vielen entrechteten Menschen. Damals wurde ich gehört und danach wertvoll jahrelang und wertvoll unterstützt durch die Generation der Europapolitiker von Otto von Habsburg, Doris Pack hier anwesend, Bernd Posel hier anwesenden, durch die ganze EVP-Fraktion, die mich auch in Banja Luka besuchte und danach mit Robert Schumann Auszeichnung geehrt hatte. Heute bin ich, wie Sie wissen, wie Sie sehen, in vorgerücktem Alter am Ende meines als katholischer Bischof von Banja Luka langen Wirkens bei Ihnen und wieder als Stimme der Menschen in Banja Luka und in allen anderen Teilen meiner Heimat Bosnien-Herzegowina, um Ihnen einer neuen und jungen Generation der Europapolitiker zu berichten und Sie zu bitten, Ihre Verantwortung für ganz Europa, auch für die Schicksalsgemeinschaft zwischen den Balkanvölkern und Staaten und Europa gerecht zu werden. Wie Ihnen sicher gut bekannt ist, wollen viele Menschen, besonders die Jungen aus den Staaten von Westbalkan, im Gegensatz zu manchen ihrer zurzeit einflussreicheren Politikern, nicht weg von Europa rücken, sondern näher an Europa heran. Wir sind aber Zeugen, dass viele von denen die Hoffnung auf eine positive Entwicklung verlieren, dass Europa mit all den positiven Werten und Errungenschaften ihrer Städte und Länder kommt. Deswegen kommen sie nun scharenweise nach west- und mitteleuropäischen Staaten. Dadurch hinterlassen sie große, unersetzliche Lücken in dortigen Gesellschaften, die durch Kriegszeiten, Vertreibung und Flucht bereits entsetzliche Lücken erlitten haben. Aber dass Europa in unserer Region bereits vor 150 Jahren möglich war, zeigt ein einmaliges Phänomen, welches dank der mutigen, weitsichtigen, selbstlosen, konstruktiven katholischen Trappistenmönche aus 16 Ländern, europäischen Nationen, nämlich bis zu 265 Personen an der Zahl, in der verdienstvollen Abtei Maria Stern in Banja Luka trotz großer Schwierigkeiten und Hindernisse entstanden ist und viele zivilisatorische, erzieherische, soziale und kulturelle Früchte ermöglicht hat. Durch einen unglaublich starken Glauben, Liebe, Sachverstand und Entschlossenheit hatten die Patres und Ondersbrüder eine durch Ottomanentum total und in jeder Hinsicht vernachlässigte und unterentwickelte Region in Nordwest-Bosnien-Herzegowina an der westlichen Grenze des Landes in eine moderne, wirtschaftsstarke Region verwandelt, mit beständigen wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen nach Mitteleuropa. Gerade an diesem, wie an keinem anderen auf dem ganzen Westbalkanort, mit wertvollen europäischen Erbe und dem verpflichtenden Auftrag, wenigstens für mich, aber nicht nur für mich, hatten wir vor 3 Jahren das Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit gegründet, um Dialog und Begegnung der Wissenschaftler, der religiösen Vertreter, Politiker, Erzieher, Wirtschaftsleute und anderen, besonders der jüngeren Generation, zu ermöglichen. Und jetzt erst auf Ihre Frage. Was waren die Gründe für diese Initiative? Nämlich die Generalleitung des Trappistenordens in Rom hat 2017 definitive Entscheidung getroffen, Kloster, ehemalige Abtei Maria Stern, aufzulösen. Mit Zustimmung der zuständigen vatikanischen Gremien hat der Trappistenorden das ganze Vermögen des Klosters der Diözese Banja Luka gegeben für ihre pastoralen, karitativen und sozialen Projekte, für ihre Bildungs- und Erziehungstätigkeiten, für die Versöhnungs- und Friedensarbeiten, für die geistigen und geistlichen Bereiche. Den Entschluss für diese Initiative mit Europazentrum für Frieden und Zusammenarbeit hatten wir gebracht im Hinblick auf den Krieg der 90er Jahre in Bosnien-Herzegowina und seine verheerenden Folgen, die noch sehr zu spüren sind, sowie auf ruhmreiche Tradition der europäischen Trappistenabtei und ihre großen, friedfertigen Leistungen durch über 70 Jahre der normalen, freien Tätigkeit der Mönche. Bis die Kommunisten 1945 ihnen alles enteignet hatten, außer der Kirche und einigen Räumlichkeiten, für das Wohnen und einem Stück Boden zu bebauen, was nachher, leider Gottes, rechtswidrig auch enteignet wurde. Bis heute ist diese Ungerechtigkeit geblieben. Wir in der Diözese Banja Luka hatten uns
wir nämlich durch karitativen sowie erzieherischen Projekte sehr bemüht, während des Krieges und nach den Kriegsjahren. Und in den Nachkriegsjahren die Scharneide des Hasses und der Intoleranz stumpf zu machen, welche auf unserem Gebiet die extremen politischen und anderen Vertreter und Mitwirkenden verbreitet hatten und so die verhängnisvolle ethnische Säuberung über die nicht-serbische Bevölkerung gründlich durchgeführt haben. Für unser Zentrum haben wir zusammen mit der Internationalen Pan-Europa-Union ein internationales Kuratorium ins Leben gerufen, an der Spitze mit dem Bundespräsident AD, dem hier anwesenden und sehr engagierten Herrn Christian Wulff. Ihm möchte ich noch einmal vor Ihnen allen hier vom Herzen danken. Weiteren 19 Mitglieder, viele von Ihnen auch aus der Pan-Europäischen Union, aus Österreich, Deutschland, Kroatien, Frankreich, Ungarn, Polen und Bosnien-Herzegowina, aus Bereichen Europa, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, geistliches Leben und Journalismus sind im Kuratorium vertreten. 3 Mitglieder des Kuratoriums sind aktuelle Mitglieder des Europaparlaments, unter welchen auch unser lieber hochgeschätzter Gastgeber Lukas. Danke Ihnen, lieber Lukas. Einige von unter den Mitgliedern waren zuvor jahrelang Abgeordnete in diesem Parlament, unter denen auch, wie Sie sehen, der liebe Frau Pack und der liebe Herr Posselt. Vor 3 Jahren wurde das Projekt des Zentrums in der Regierung von der Republik Kroatien vorgestellt. Unserer Initiative wurde Unterstützung zugesagt. Mehrere Besuche der kompetenten Minister und Politiker Kroatiens, aber auch mehreren anderen europäischen Ländern aus mehreren anderen europäischen Ländern, sowie internationale und interreligiöse Veranstaltungen, Symposien und Seminare fanden sie inzwischen statt. All das diente in besonderer Weise dem Ausbauen des wahren Friedens und der Verständigung in unserem Land und in der Region, über welche unter den europäischen, aber auch den einheimischen Politikern leider, wie viel ich weiß, noch immer Uneinigkeit, Unentschlossenheit, Widersprüche und Missverständnisse herrschen. Für die Zukunft des Zentrums ist vor allem notwendig, die rechtswidrige Enteignung, wie bereits gesagt wurde, des kirchlichen Eigentums zurückzubekommen. Nicht nationalisierte, nur rechtswidrige. Um die wertvolle Erbschaften wie reiche Bibliothek, Archiv und Museum endlich in Ordnung zu bringen, für immer zahlreichere Besucher aus In- und Ausland, aber auch die geplanten Bauarbeiten und Tätigkeiten, Zusammenkünfte, Symposien, Tagungen zu ermöglichen. Der hohe Repräsentant in Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, kennt unsere Situation gut und versprach mir mitzuhelfen. Aber er bittet um die Rückendeckung und Unterstützung des Europäischen Parlaments. Unser Ziel ist, dass vor allem junge Menschen, aber auch andere aus Bosnien-Herzegowina und aus anderen europäischen und benachbarten Ländern an diesem Ort zusammenkommen, sich inspirieren lassen und neue Brücken in der internationalen, interreligiösen und multinationalen Zusammenarbeit bahnen für die sichere und friedliche Zukunft dieses Teils unseres Kontinentes. Ich wage es zu behaupten, meine Heimat Bosnien-Herzegowina ist mit seiner vielschichtigen Vielfalt und mit seinem reichen kulturellen Erbe ein vorbildlicher Ort für die Begegnung und gegenseitige Bereicherung der jetzigen und zukünftigen Europäer, für die Gestaltung der menschenwürdigen Verfassung und Zukunft ihrer eigenen Gemeinschaft. Dass Ihnen jetzt, liebe Freunde, ein bisschen bekannt, Europäisches Zentrum für Frieden und Zusammenarbeit Maria Stern in Banja Luka, hat wirklich viele gute Gründe und Vorteile, ein bedeutender Stern der Hoffnung, wie es der liebe Freund Bernd Posselt auch geschrieben hatte, zu seiner Zeit ein Leuchtturm auf dem Weg zur von vielen Menschen in Westbalkanländern mit Sehnsucht erwarteten EU-Erweiterung und Friedenssicherung auf dem ganzen europäischen Kontinent zu werden. Ich lade Sie alle, liebe Freunde, ein, uns im Zentrum zurzeit in den bescheidenen Umständen zu besuchen. Herzlich willkommen und danke jetzt schon gleich und vom Herzen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
I will now switch to English for our last speaker for today, Mr. Carlo Ressler, also MEP in this House. Your home country, Croatia, is celebrating an anniversary this year. Congratulations. Croatia has joined the European Union exactly 10 years ago. And since your country is, so to say, the closest to the Western Balkans countries, we'd like to ask you, in your opinion, what are the lessons learned, which you would like to convey to the Western Balkan Six? And what are your recommendations for the EU in order to achieve the EU integration of the remaining six Western Balkan countries? Sure. Thank you, Caroline. But first of all, please let me also start by thanking the former president of Bundesrepublik Germany, but also Bishop Komarica, especially for everything that he is doing, not only for the Croats in Bosnia and Herzegovina, but for all the efforts he is putting in really achieving a truly multi-ethnic society, but also of even more helping to all of us, to people living in Bosnia and Herzegovina, but also us here in the European Parliament with his tremendous work in the previous years, but also now in making this understanding of the really complex situation in this unique country better and better. I would say that the entry of Croatia in the EU 10 years ago, but now also the latest integration into Eurozone and in Schengen area from the beginning of this year, has actually meant that we not only concluded our European integration, but also that in a way we returned to Europe. My main message here would be that this is something that we would definitely like to see for the other countries in the Southeast Europe, but not only because we are surrounding them as the member states, but because for my country, for Croatia, this has really, and I can say it now with a decade already being a member, it has had a transformational effect, and it has definitely made our country a better country. Already then, with the negotiations, but also now, especially in the recent years, when the effects of the membership are really taking place and where we can see so many successful projects being funded also by the European funds, but also many changes in legal sense, in administrative sense, but also social and economic sense. I think that Bishop has already said it, and it's really difficult to be very original after this high-profile panel and being the last speaker. But I think that another message that is important to highlight today is that really young people, newer generations, all over the six Western Balkan countries now wanting to join, really want to get closer, want to get closer to Europe. They feel, to a large extent, that they belong to this European family. But I think that it would be really a mistake not to say today also openly that unfortunately we cannot be satisfied with the situation as it currently is. We see a lot of politicians, we see it in all of the six Western Balkans states, who learned to pay the lip service of the European project, but the real willingness to reform, the real willingness to go through this transformation is not really there. This is something that is problematic, and this is something that is also then creating a vicious circle that prevents positive changes also with some strategic mistakes that we have seen from the point of view of the European Union. So, all in all, to try to sum it up, we should definitely give our best. I think that the story of Croatia, the Croatian success story, if you wish, can definitely be also a message for these countries that we should
try to build new bridges, that this Center for Peace and Cooperation is definitely contributing to this, and that not only here in the European Parliament, but also in our home countries, we should really try to establish these bonds and try to connect whenever possible, not only on this legal and administrative layer, but also on really deepening the cooperation and deepening the links that have to exist between between the people, between younger generations, between students, between us in politics, but on all levels, because I would say that in that sense we are helping these countries not only formally, officially to become the members of the European Union, but really to bring them closer to Europe. That is my main message, and thank you once again for the invitation. Thank you very much. We know it's never easy to be the last speaker on such a panel especially, but we knew you could do it. That's why we decided on this order. And thanks also for sending such a positive message of Croatia's success story to the remaining Western Balkans six countries. So we still have a couple of minutes left. Ich schwenke wieder zu Deutsch und sehe, MEP Frank Bogovic hätte noch eine Frage. Bitte schön. Thanks for this panel. I will start with this, my few words, with impression which I got last Saturday in Banja Luka. I was guest of Privredna Komora Banja Luka, and we spoke about initiative which I also work here about smart villages, how to keep people in rural areas. It was very interesting, very inspiring event through the whole Saturday, and I started my presentation with comparison with my municipality. I was mayor in municipality Krško, in which is Reichenburg. These were two monasteries, first in the area of Yugoslavia, Trappist Monastery, Reichenburg and Banja Luka, and we had good cooperation. And I started, like you, from history that we have the same roots, and that we must also think in the future on the value of them and also the also innovation and other things. And I will just, I fully agree with you what you spoke about, and you described the situation very good, and I will just say also what I got the messages from Branislav Borenovic, president of Party of Democratic Progress, EPP party. I met with him for 2 hours and we had this discussion, and what was his messages in situation? He's very pro-European. He thinks that the Dayton Agreement is good base for work, but the problems which are in the area, first, big influence of Russian propaganda. He described this, that he has problem in his own house, 17 years old son. When he looks all these portals, everything what comes to him is so confused that they have fight between them if Russia is okay or not. And so that big influence from foreign countries to this area. The second, what is the biggest problem is corruption as poison of democracy. And he said these leaders are, they cannot agree with changes because they will, at the end they will be in the prison. So that's a problem. And that's the problem why they are so resilient and why they will do everything what is possible to change nothing. And this was also words of our president Joseph Dol when he visited them. He said at the end to speak to all three nationality in Bosnia, said them the same story. Sorry guys, you are all corrupted and you don't want no changes. So this is a real question. And what we spoke also, brain drain. The problem, Republika Srpska lost 30% or something like this, little less, around 1% of reduction of population is in this, all these Western Balkan countries annually. So this is the basic problem. I all the time I repeat this, that it's not sustainable if people from Southeast Europe will finish in Northwest Europe.
It's good, for example, for German economy, if you are Germans here, but it's not good for this area. And this is the reason why we don't have also, we have the radicalization in this area. And my proposal, what we also spoke here, and is we as EU, on all institutions, we should go more often there and be between ordinary people. We go to leaders, we speak with them, we have big words, we are disappointed, they are disappointed, and they mislead people. And we don't go to the people. If we speak about Serbia, Croatia, Slovenia, it was no chance to mislead people in the 90s in Slovenia, which is right direction. There was only one direction. No chance also for communists at that time to explain to people. So my suggestion is all the time, we should have phones for small people, go between young people, go between farmers, between women, and try to explain them and give them hope that and explain what is going on so that these leaders sooner or later will not be in possibility to continue their work. I think in this way, with ordinary people, we must change this region. Thank you very much, Mr. Bogut. For the sake of time, since we only have 3 more minutes left, I suggest that we take 2 more questions because I saw Bernd Postel, then Norbert Linz, and then maybe we can have final remarks from our guest speakers. Thank you. Wenn Politiker sagen, sie wollen nur einen Satz sagen, dann ist Vorsicht angesagt. Aber ich möchte mich wirklich auf 2 Sätze beschränken. Erstens, der Bischof Komaritza macht seit Jahrzehnten in Banja Luka genau die interreligiöse Friedensarbeit, die hier und in der Kommission vollmundig gefordert wird, und er muss endlich massiv auch materiell dafür unterstützt werden. Der 2. Satz, weder die heutige Zusammenkunft noch das Friedenszentrum in Banja Luka, in Maria Stern, würden existieren ohne die Arbeit von Andreas Raab. Und ich möchte mich auch mal bei Andreas Raab bedanken. Danke. Da habe ich noch eine Frage gesehen. Der Linz hat sich noch gemeldet. Genau. Also ich will es auch ganz kurz machen, weil ich die Gelegenheit hatte, Bischof Komaritza vor 3 Wochen in Banja Luka zu besuchen, auch in Maria Stern war, kann also mich den Worten von Bernd Posselt ausdrücklich anschließen, dass das unterstützenswert ist und dass wir wirklich uns da auch mehr anstrengen sollten, von der europäischen Seite diese Initiative stärker zu unterstützen. Ich habe mir dort vor allem auch eher landwirtschaftliche Projekte auch angeschaut. Ich wollte nur kurz sagen, und ich glaube, Ihnen ist das alles bewusst, mir, der zum ersten Mal dann in Bosnien war, dann ein Interview gegeben hat, des Fernsehsenders, ich sage jetzt mal, der Republika Srpska, ich würde mal sagen, nicht unabhängig, Klammer zu, wo man während des ganzen Interviews gemerkt hat, wie sozusagen praktisch der Präsident eigentlich neben einem steht, ja, und der russische Einfluss sozusagen bei den Fragenden nicht nur versteckt da war, ja, sondern praktisch offen schon in den Fragen geäußert worden ist. Also ich wollte damit sagen, für mich war das sehr bedrückend, insbesondere diese Interviewsituation, was man in der Europäischen Union so nie erleben würde. Also bitte auch da nochmal der Appell, da ist wirklich Gefahr in Verzug und wir sollten uns stärker kümmern. Vielen Dank. Nachdem wir nur noch 1 Minute Übersetzung, Dolmetsch haben, würde ich vorschlagen, dass wir in umgekehrter Reihenfolge anfangen. Carlo Ressler für Final Remarks und Antworten auf die Fragen, bitte. It's not one-sided. We have to help, but the real reforms have to come from the 6 Western Balkan countries. Situation in Bosnia-Herzegovina is extremely specific and complex. We in Croatia have the really biggest concern, but also the biggest interest of what is happening there. I would say that Bishop Komaritza is really giving his best now over decades and decades since the war, but also during the war, to bring this understanding on a better level, on a higher level, and to really create a multi-ethnic society that will respect others, but also understand how difficult it was to create that state, and how difficult it was to have now the position to hopefully become a candidate country soon. Thank you. Dankeschön. Bischof Komaritza, haben Sie noch letzte Anmerkungen?
Noch einmal möchte ich mich sehr bedanken, dass ich wieder einmal vor Ihnen hier in so einem wichtigen Haus reden durfte und Sie aufmerksam zu machen auf eine sehr gefährliche Wunde am Körper von Europa. Das sind die besten Balkanländer. Bitte heilen Sie diese Wunde. Sie sind in der Lage. Sie sind beim Zug. Sie, liebe Europäer, hier aus Straßburg, aus Brüssel. Wenn dort anwesend sind die großen asiatischen oder außereuropäischen Länder und Staaten, zwar massiv anwesend sind, warum läuft Europa aus seinem eigenen Teil heraus? Wir gehören seit Jahrhunderten und praktisch immer also zu euch. Leider Gottes verhältnisvoll vernachlässigt in den früheren Jahrhunderten. Und da dieselbe Wunde, dieselben Fehler werden heute gemacht. Deswegen bin ich Ihnen allen sehr dankbar für Ihre wertvollen Beiträge. Ich hoffe, dass diese Begegnung heute Abend nicht fruchtlos bleiben wird. Dankeschön. Dankeschön. Doris Pack, noch letzte Worte. Ich will nur eins sagen. Diplomatie ist auf dem Balkan nicht alles. Bitte denkt, auch das Parlament soll daran denken. Es muss die Kommission dazu bringen, dass es die Realität sieht, dass es die Richter sanktioniert und dass es nicht immer nur schönredet. Auch die Berichte der Kommission sind oftmals so gefärbt, dass die Leute alle glauben, sie brauchen ja gar nichts zu machen, ist ja alles in Ordnung. Das heißt, wir müssen die Wahrheit sehen und müssen sie auch aussprechen und müssen auch bestrafen. Ohne Strafe wird es nichts dort unten und müssen die richtigen Leute hinschicken, die verhandeln, nicht die, die ich vorhin genannt habe. Dankeschön. David McAllister, letzte Worte. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, wir warten jetzt auf die jährlichen Kommissionsberichte. Zum ersten Mal wird es auch einen Bericht zu Bosnien-Herzegowina geben, weil das Land jetzt Beitrittskandidatenstatus hat. Und wenn der Kommissionsbericht vorliegt, dann wird das Parlament mit der jährlichen Arbeit an dem Fortschrittsbericht wiederum arbeiten. Paolo Rangel ist ja unser Berichterstatter von der EVP-Fraktion für Bosnien-Herzegowina. Ich werde auf jeden Fall das, was heute hier angesprochen wurde, jetzt mal sehr sorgfältig mir anschauen im Bericht, ob das erwähnt wird oder nicht. Und wenn es nicht erwähnt wird, dann gibt es ja Möglichkeiten, möglicherweise auch als Parlament, dass wir dann dort Einfluss versuchen zu nehmen. Also das nehme ich mit als ganz konkrete Hausaufgabe. Ansonsten vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass das allerletzte Wort mein Bundespräsident hat. Bitte schön, Christian Wulff. Dann will ich den von mir hochgeschätzten Kollegen McAllister damit erfreuen, dass aus dieser einen Stunde ein Wort bei mir besonders haften geblieben ist und Nachdenken ausgelöst hat, nämlich das Wort konditionierte europäische Außenpolitik. Es war eines der wichtigen Worte, die hier heute gefallen sind. Aber wenn wir jetzt mit der Stunde um sind, würde ich doch meinen, wir müssen darüber viel intensiver nachdenken, in welchem weltweiten Gefechtsfeld, in welcher Weltordnung wir über diese konditionierten europäischen außenpolitischen Bedingungen bei Förderungen, bei diplomatischen Maßnahmen uns einig werden, wie wir sie durchsetzen und wie das andere machen. Heute ist in Peking die Seidenstraßenkonferenz, da spielt Europa keine Rolle. In den letzten Wochen war BRICS in Südafrika, da spielt Europa keine Rolle. Viele Teile der Welt klopfen an die Türen an und Europa verliert an Bedeutung quantitativ. Und wir können an Bedeutung gewinnen qualitativ, aber nur dann, wenn wir uns einiger sind und wenn wir uns klarer sind und wenn wir konzentrierter sind. Und da denke ich, hat diese Stunde eine Menge an Aufgaben gestellt. Also in den Entschließungen zu Bosnien-Herzegowina sind viele Punkte, dass ein bestimmter Fernsehfilm, der einen Preis bekommen hat, dort nicht gezeigt wird und dass man eine bestimmte Parade für bestimmte Minderheiten nicht durchgeführt hat und. Wichtige Punkte, extrem wichtige Punkte, aber wenn alle die ganz wichtigen Punkte geschlossen vertreten, kann man vielleicht erreichen, sie durchzusetzen. Da wünsche ich mir eben noch mehr Entschlossenheit, noch mehr Klarheit, noch mehr Einigkeit. Frau Pack hat angesprochen, wo die Einigkeit fehlt. Wir müssen erkennen, dass wir jetzt mehr als je zuvor gefordert sind, als Europäer gemeinsam, geschlossen,
wirklich auch konditioniert aufzutreten. Vielen Dank dafür. Das allerletzte Wort darf ich noch ganz schnell unserem Gastgeber Lukas Mandl geben. Ja, David Medelzer verlässt den Saal, wenn Lukas Mandl spricht, aber nicht deshalb. Gut so, gut so. Danke an die Übersetzer. Das ist das Wichtigste, weil ich weiß, wie hart das ist, wenn die Zeit überzogen wird, weil alles ist aufeinander abgestimmt. Und wir haben die Zeit überzogen, aber für einen guten Zweck. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Das ist, glaube ich, etwas, das das Friedenszentrum Maria Stern in Banja Luka verkörpert, vertritt, als guten Geist in die Gesellschaft trägt. Ethnien, Nationalitäten, Religionen sind wichtig, aber nicht in der Hinsicht, dass sie gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass Menschen füreinander da sein können. Und wenn dieser gute Geist Platz greift am Westbalkan, auf dieser Welt, aber am Westbalkan, über den wir heute sprechen, dann wird es eine gute Zukunft für ganz Europa geben mit dem Westbalkan. Und das Friedenszentrum Maria Stern leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Und wenn ich gesagt habe, es ist ein Start, Punkt heute auch Banja Luka stärker in den Fokus zu nehmen. Und wenn wir gehört haben, was David McAllister gesagt hat für den Bosnien und Herzegowina Bericht hier, dann stimmt das zuversichtlich, dass vieles folgen wird diesem heutigen Startpunkt. Danke an alle, die dazu beigetragen haben.